Volker Piszczek ist ein Hansdampf in allen Gassen. Der 47-Jährige ist Ex-Fußballer, Moderator, Swingsänger und jetzt auch Tänzer. Nach dem Ausfall des Schauspielers Martin Leutgeb springt der zweifache Vater kurzfristig ein. Der erste Tanz mit seiner Partnerin Alexandra Scheriau ist ein Cha-Cha-Cha. Die Jury ist überwiegend gnädig. Zwar fehlt der Balletttänzerin Karina Sakisova die Hüfte. Männer, was ist mit eurem Hüftbereich? Alle Cha-Chas, die ich heute gesehen habe, waren absolut hüftlos. Ich glaube, das ist es wert, nachzudenken. Also mehr Hüfte, oder? Cha-Cha ist Hüfte. Trotzdem gibt die Balletttänzerin gut gemeinte 7 Punkte. Doch die sieht Balaschekar ganz anders. Er lässt seinem Ärger freien Lauf. Scheinbar hat sich bei dem Jura einiges aufgestaut. Er möchte keine Ausreden mehr hören und gibt nur 2 Punkte. Ich weiß, dass es die erste Sendung ist, aber ich finde es einfach, dass es wahnsinnig viel Ausreden sein schon bereits. Ja, ich bin erst seit 2 Wochen dabei, ich bin der Älteste, ich bin der und der, interessiert mich nicht. Ja, wir wollen da eine geile Show sehen und bitte schaut mal, dass die den Cha-Cha im Tauch hinkriegt, gibt es ja nicht. 2, 3, 4 und 1 und 2, 3, Cha-Cha-Cha, 1,5 Minuten ist ja nicht die Ewigkeit. Streckt den Bein durch, auf dem ihr oben steht. Jetzt ist auch ein Bein durchgestreckt und andere ist gebeugt. Genau das Gleiche müsst ihr machen. Reißt euch einmal zusammen, tut was, bietet was, weil sonst kann man jetzt alle zusammen. Jetzt ist aber gut, reißt die Zahnballer. Das ist ja was ist mit nix. Dir los? Das ist nichts, das ist ja Jammer. Volker Piszczek nimmt die Kritik sehr gelassen und lässt sich die Retourkutsche nicht nehmen. Es ist schwer. Es ist schwer am Anfang, aber es soll keine Ausrede sein. Da hat er insofern recht. Nein, das passt schon. Aber ihr reißt sich ja heute alle. Dafür ist er ja auch da. Da wollen wir überhaupt nicht diskutieren, weil sonst ist ja das Geld ausgeschmissen. Naja, natürlich. Unser Krokodil. Doch auch Regisseur Otto Retzer bekommt sein Fett weg. Langsamer Walzer und Otto Retzer sind das Freunde. Vielleicht werden die noch Freunde werden können. Ja, ich fand einfach deinen Spruch genial. Ne? Das Beste vom Schlecht ist Arscheiß. Hätte von mir sein können. Man lernt ja immer dazu, deswegen lohnt sich das ja so oft, beim Dancing das mitzumachen. Ja, natürlich. Man hat keine Wahnsinnssprünge von dir erwartet. Edelweiß ist relativ eine kitschige Nummer, war schon zu erwarten nach deinen Rollen, die du gespielt hast im Fernsehen, dass du sowas kriegst. Aber man muss beim Dancing Star immer das Beste draus zu machen. Man kann es leider oder Gott sei Dank nicht aussuchen, weder die Nummer noch die Partner noch die Partnerinnen. Man kriegt es zugeteilt und wenn man eine kitschige Nummer kriegt, soll ein Wahnsinnskitsch draus machen. Wahnsinn würde ich noch mir behalten, aber du hast eine Nummer draus gemacht und das ist einmal ein ganz okay Anfang. Juror Balaschekar hält mit seiner Kritik nie hinterm Berg. Der 40-Jährige legt sich bereits in der vergangenen Staffel mit der Sängerin Jazz Kitty an. Es gipfelte sogar in einem Eklat, denn Balasch vergibt nur einen Punkt, damit der Auftritt der Sängerin endlich ein Ende hat. Balasch. Ich bin der Meinung, es muss einmal aufhören. 1. Ah.